Einen wunderschönen. Ja, wir wollen jetzt das Autoradio einbauen. Ich habe jetzt auch meine Camcorder nicht mitgenommen. Ich filme das jetzt alles mit dem Handy. Das nimmt weniger Platz weg, weil ich im Auto ja halt wenig Platz habe. Ich zeige euch erstmal, was ihr braucht. Ich muss halt hier immer cutten und die Kamera wechseln. Also einmal braucht ihr sowas hier. Und das ist halt das Werkzeug. Ja, um praktisch hier die Plasteteile alle zu lösen, um an die Schrauben zu kommen. Da oben zum Beispiel, um das hier alles abzunehmen beim Jetta oder Golf 5. Damit ihr das Radio praktisch hier sind die Schrauben vom Radio, damit ihr die rausmachen könnt und das Radio tauschen könnt. Ich habe hier auch sowas mit bei. Da könnte ich dann die Pins auch wechseln. Das ist so ein. Seht ihr das? Ja. Damit kann man die Pins wechseln. Ich habe ja keine Pins jetzt so schnell rangekriegt. Ich bin am Überlegen, ob ich da warte oder ob ich das doch einbaue. Ich bin mir da jetzt noch nicht so 100% schlüssig. So, und dann braucht ihr noch. Ich habe davon zwei Kästen, einmal mit 480 Teilen, hatte ich ja mal in einem Odiwa shoppen gesagt, und einmal mit 900 Teilen. Und wir brauchen davon, wartet mal, so. Also ich brauche einmal rot, also zweimal rot brauche ich wahrscheinlich. Für die Pluspole, die werde ich auf rot machen, die Minuspole werde ich auf blau machen. Gelb haben wir auch noch zur Auswahl. Wir könnten auch rot-gelb, blau-gelb oder rot-gelb, blau-gelb und mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall einen blauen, brauche ich auch extra. Der ist für die elektrische Antenne, die wir aber nicht für die elektrische Antenne benutzen, weil meine Antenne unterm Dach ist. So, meine Antenne ist halt hier unterm Dach, hier oben, drunter ist die. Und ist eine Flachantenne, die bei mir verbaut ist. Und die braucht dann halt nicht Strom, damit sie ausgefahren wird. Aber ich habe unter meinem Fahrersitz einen kleinen Subwoofer. Da hatte ich ja auch damals mal vor etlichen Jahren ein Video gemacht. Der funktioniert immer noch. Der bleibt auch weiterhin drinne. Aber der braucht ja diesen Kick, wenn ich Auto anmache. Ey, ich muss angehen. Und dafür nehme ich die Antenne. Ich bin am Überlegen, wie gesagt, mit den Pins, ob ich noch warte und mir die Pins für 4 € bestelle oder ob ich das weiter einfach normal wieder abkneife und weil wenn das Radio drin ist, ich lasse ja noch Platz. Man kann das ja jederzeit wieder zusammenknüppeln mit so Dingern, also das wäre jetzt nur nicht das Problem. Ja, dann würde ich sagen, ich fange jetzt an. Ich muss jetzt, wartet. Ich muss jetzt erstmal das Handschuhfach leer räumen, weil da ist der USB drin, beziehungsweise zwei USB drin. Ich muss das alles abmachen, muss Alexa abbauen und baue dann das Radio aus. Ich werde erstmal wahrscheinlich das Plastik abmachen und ich habe keinen, der jetzt filmt oder habe auch kein Stativ. Deswegen werde ich das immer in Etappen filmen. So, die erste Etappe ist fertig. Wir haben die Lüftung abgebaut. Also nicht schrecken, das kann man hier wieder einrasten, wenn es hier mal ausrastet. Hier sind die Kabelei, die kommen hier durch. Lastet so, weil wir müssen ja nur an diese Schrauben ran. Und ihr braucht, habe ich ganz vergessen, ihr braucht so einen Stern, weil sonst kriegt das nicht ab. Ja, also die oberen sind Stern, auch die unteren hier sind Stern. Ich zeige euch die mal. Ja, und dann müsst ihr praktisch das noch abmachen. Da brauchen wir jetzt das Hebelwerkzeug wieder. So, also wie gesagt, die Bienen müssen dann ab. Dann können wir mit dem Hebelwerkzeug, hier habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet. So, können wir das einfach komplett abnehmen. Und das legen wir uns mal so nach vorne, habe ich das alles erstmal gelegt. Und dann kommen wir an die 4 Schrauben ran vom Autoradio. Das sind halt da, da, da und da. So, die 4 Schrauben sind ab. Und jetzt können wir das eigentlich nur so rausziehen. Und da seht ihr den ganzen Kabelbaum. Ich lege das jetzt mal hier so einfach ab. Und ja. Das muss ich jetzt hier erstmal alles rausholen und aus dem Handschuhfach den USB rausholen und den neuen dann verlegen, bevor ich hier überhaupt irgendwas anschließe.
Ja, hier habe ich jetzt kein Bild gemacht. Ich zeige euch noch kein Video gemacht. Ich zeige euch jetzt einfach mal hier ein paar Bilder, wie wir das gemacht haben. Also ich gemacht habe, das einmal der USB, der Zweier und der Einer. Die habe ich im Handschuhfach rauskommen lassen. Mal gucken, was wir damit Schönes machen. Da sind sie dann alle drei. Ich hatte am Anfang auch die GPS-Antenne im Handschuhfach. Die liegt da rechts. Werden wir gleich auch nochmal sehen, da. Das habe ich aber nochmal geändert. Die habe ich im Armaturenbrett oben ringelegt, weil ich dabei überm Radio, habe ich ja im Video angezeigt, eben hatte ich noch Platz. Da habe ich das dann reingemacht. Ich habe einen super Empfang mit der Antenne, das kann ich schon mal sagen. Ja, das ist auch, die ist auch ganz schmal und klein. Da habe ich die Lautsprecherkabel abgeklemmt, weil das geht jetzt praktisch, das, was ich abgeklemmt habe, kommt vom Auto. Also das ist auf der anderen Seite, ist vom Auto drinne und dann geht es ja weiter zum Radio und vom Auto kommt ja nichts. Ist ja tot bei mir, weil ich habe die Pins nicht. Deswegen habe ich das so gemacht, da kommen die Boxen von hinten. Die sind vernünftig angeklemmt. Plus an Plus, Minus an Minus, mit Steckverbindung. Da könnt ihr auch nochmal sehen, dass alles vernünftig angeklemmt ist. Da habe ich mir extra bei Lidl noch so eine Kabelzange, so einen Kabelabzieher geholt. Das hat Rudi mir gesagt, dass sie die da hatten. Das habe ich gar nicht gesehen. Da sieht er auch so ein bisschen vom Schinschlings, den musste ich von 1 auf 2 machen. Ja, bei der Radioantenne musste ich den alten Adapter nehmen, der vorher schon eingebaut war, weil der neue, also der beim Radio mit bei war, der ging gar nicht. Das ist einfach, da sind die Teile zu eng aneinander dafür, um das raufzukriegen. Das ist halt, wenn du, keine Ahnung, irgendwie vielleicht von den neueren VWs, wo du halt nur einen Stecker hast mit eben Plasteteil in der Mitte oder so. Jedenfalls bei mir geht es nicht. So, da ist der Cinch. Den habe ich von 1 auf 2 gemacht, weil das Radio halt nicht ein Cinch für Bass hat, also für Subwoofer, sondern 2. Und da habe ich das dann einfach von 2 auf 1 zusammengeführt. Macht auch einen ordentlichen Sound. So, das Radio ist eingebaut. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert als gedacht. Ihr seht, es ist 17:51 Uhr. Bin seit heute früh am Machen. Die GPS-Antenne, die alte, die hat ein bisschen rumgesponnen. Und ja, jetzt ist aber alles okay. Hab auch alle Updates drauf. Hab jetzt die Alexa-App drauf. Ich habe den Amazon App Store drauf. Dadurch habe ich Navigon. Amazon Musik habe ich drauf. Normal Amazon, dann hier um APKs nochmal von Amazon zu installieren oder halt APKs, die ich auf dem Radio habe, also Apps, die ich auf dem Radio habe, in APKs umzuwandeln. So, Blitzer-App. Ich habe mir auch den Google Assistant, da kommen wir gleich noch dazu. Ich habe auch hier Bluetooth. Kann man einfach so hoch machen. So, dann die ganz normalen Apps. So, Spotify habe ich drauf, Navigon habe ich drauf, Google Maps habe ich aktualisiert und auch offline, also Karten praktisch, ja, eingescannt, gesagt, was das machen soll. Da muss ich aber nochmal, mit Google Maps habe ich noch nicht so viel gearbeitet. Da muss ich gucken, wie man den Offline-Modus da genauer aktiviert. PowerAmp habe ich wieder drauf und die Freischaltung von PowerAmp, weil das habe ich mir gekauft. Ja, Amazon Video, das will ich mal testen. Das ist die Radio-App. So, dann habe ich Spotify, YouTube, Sync ist Navi. Mal gucken, wie es läuft. Ja, und wir können jetzt zum Beispiel sagen: Hey Google, navigiere mich nach Berlin. Alles klar, bis Berlin. Los geht's. So, und dann springt der auch an. Ich werde aber jetzt mal wegmachen hier. Wegen Adresse. So. Ich bin zwar nicht zu Hause, aber trotzdem. So, dann ich kann nur sagen, hey Google. Nee, warte mal, ich muss erst mal überlegen, was ich hören will. Nemesis, genau. Hey Google, spielen Nemesis auf Spotify?
Nemesis wird von Spotify abgespielt. Weil da habe ich das okay von Nemesis, das darf ich spielen. Die haben mir auch mal einen Intro-Song gemacht. Anmachen, ausmachen geht auch recht schnell beim Radio. Der Sound ist wesentlich besser als in meinem alten Radio. Also ich habe jetzt noch nicht Höhen, Tiefen oder irgendwas eingestellt. Ich habe jetzt die Standardeinstellungen drin und muss sagen, das ist richtig klasse. Zack. Wir haben auch, ich habe auch hier die Auto-Version davon aktiviert. So. Es funktioniert recht flüssig. Was ich noch nicht rausgekriegt habe, wie ich die Seiten bearbeiten kann, dass ich praktisch die erste Seite nach hinten machen kann und dass das zum Beispiel meine erste Seite wird, dass ich mir die selber anpassen kann, weil die erste Seite kann man nicht anpassen. Die ist Standard so. Aber ich habe schon ein paar Videos gesehen und ein paar Foren mir durchgewälzt. Da haben sie erklärt, wie das geht, aber das geht bei meinem jetzt nicht. Aber man kann ja einen anderen Launcher drauf machen. Ich habe auch coole Launcher gesehen, aber für mich reicht das ehrlich so gesagt aus. Die Uhr schön dick. Das ist jetzt Radio. Wenn ich jetzt zum Beispiel das öffnen würde, zack, dann zurück, dann würde das habe ich bei Amazon gekauft. Gamer Girl and Country Boy oder so. Ja, wollte meine Tochter haben. Für 1 Euro oder so gekauft. Das wird dann da angezeigt. Die Bildqualität ist sehr gut. Ich mache mal so ein bisschen weiter vor, dann könnt ihr das mal sehen. Also wirklich ein schönes 720p Bild. Alexa geht jetzt leider nicht, weil ich ja gerade mit dem Handy filme. Und Alexa ist ja mit dem Handy verbunden. Ich habe auch gerade gar kein Bluetooth an, aber ich habe schon getestet. Es funktioniert alles sehr gut, reibungslos, ohne Verzögerung, ohne irgendwas. Ich kann gleich mal versuchen, ob wir das hinkriegen. Dann müsste ich aber erstmal Bluetooth anmachen. So, ich habe jetzt mal Bluetooth angemacht. Alexa? Dein Echo Auto hat sich nicht mit deinem Mobiltelefon verbunden. Okay. Ich versuche es weiterhin. Ja, ist nicht verbunden, sagt er. So, jetzt geht's. Ich hatte ein bisschen Probleme mit ihr mal wieder. Alexa, wie geht es dir? Oh, du hast mich gerade in einem Tagtraum erwischt. Ich war gerade in einem alten Western, saß im Saloon, hab gesungen und Witze erzählt. Wenn Leute reinkamen, sagte ich laut Howdy. Alexa, spiel Nemesis auf Spotify? Songs von Nemesis werden von Spotify abgespielt. Und wenn es klappt, dann wird auch gleich da. Also hier musste ich jetzt erstmal den Ton stumm schalten, weil natürlich wieder mal nicht Nemesis Anyang ist, sondern irgendein anderer Hip-Hop-Scheiß, ich habe keine Ahnung, auf Spotify. Taut immer mit Alexa nicht so richtig hin. Alexa, spiele das Album Gerechter Zorn von Nemesis auf Spotify. Ich kann das Album Gerechter Zorn von Genesis nicht auf Spotify finden. Alexa, spiele Nemesis Gerechter Zorn auf Spotify. Ich kann keine Songs von Nemesis Gerechter Zorn auf Spotify finden. Also Alexa macht das halt nicht. Mit Google Assistant klappt das alles wunderbar. Ja, es steht jetzt auch Bluetooth, weil wir Bluetooth anhaben. Wenn wir jetzt Radio machen würden, ich mache mal kurz was leiser, so. Machen wir mal Ton aus und ich zurückgehe, ach, jetzt bin ich da, so, dann ist halt da der Radiosender und wenn ich halt normal Musik höre, dann würde da das Musik sein. Auf Navi habe ich noch nicht angepasst, das ist jetzt noch ganz normal Google, so, das muss noch geändert werden, das kann man in den Einstellungen machen. Ich habe auch, wenn man anmacht, das VW-Zeichen, das zeige ich euch auch gleich mal. So, dann geht ihr auf Einstellungen, dann geht ihr auf K, dann geht ihr, hier unten ist dann halt das Navi und hier könnt ihr sehen, wie Verbindung ist. Ich habe alle Frequenzbänder belegt. So, dann geht ihr auf Werkseinstellungen und da gebt ihr dann einfach den Code an 126 bestätigen. Bestätigen
Und dann öffnet sich das Einstellungsmenü. Und hier könnt ihr dann praktisch halt Radio an und so was alles. Ihr könnt auch Voice, also hier wie laut was sein soll, könnt ihr auch einstellen. Also ihr könnt, das System ist jetzt auf 15, geht das ohne höher, geht ohne höher. Wir lassen es aber auf 15. Und dann können wir dann halt verschiedene Anwendungen, Radio zum Beispiel können wir es lauter machen, DVD können wir lauter machen. Und bei K-Logo, das ist hier vorne, da können wir dann das Logo auswählen. Sieht euch ganz schön aus. Hier habt ihr die Radiofrequenzen, falls ihr von Deutschland nach Russland zieht, könnt ihr hier Russland aktivieren. Kennbus, habt ihr noch ein bisschen zum Rumspielen. Ja, und dann könnt ihr auch noch die Tasten machen. Was recht geil ist, was ich euch mal zeigen will, ist, wenn ich jetzt hier Radio höre. So, und ich, da wird mir die Radiofrequenz angezeigt. Das hat vorher nie geklappt. Bei Liedern von MP3 wird mir Track 1, Track 2 und sowas angezeigt. Navigation wird mir nicht angezeigt. Das funktioniert noch nicht. Also vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Wenn ich die Tür aufmache, ja, und wieder zumache, Lüftung funktioniert nicht. Klimaanlage. Na komm. Ich verdrückt. Klimaanlage, das wird mir auch nicht angezeigt. Bei den neueren Autos, jetzt Golf 6, Golf 7, da wird das teilweise angezeigt. Da kann man so ja sehen, wie viel Grad und sowas alles. Nicht nur, dass es an oder aus ist. Ja. Also wunderschön. Also es ist ein, wirklich optisch ist es ein Hingucker, ist ein sehr schönes Radio und vor allen Dingen, mir fällt das immer noch mit den Drehknöpfen. Das werde ich dann im späteren Fazitvideo machen. Jetzt war der Einbau, ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr machen, aber das hat mich alles ein bisschen abgefuckt, dass das nicht so richtig hingehauen hat. Ich werde das jetzt erstmal testen. Wie gesagt, ich habe jetzt drei Navis drauf. Ich habe hier eine Navikarte drin. Da gebe ich euch den Tipp, das ist mir nämlich heute aufgefallen. Ich habe jetzt hier eine weiße drin. Kann man, guck mal so, dass ihr das sehen könnt. So. 8 GB von Toshiba. Ich hatte vorher eine schwarze drinne, also so eine ja, ganz normale SD-Karte, wie ihr so von früher halt kennt. So. Ach, nee, ich will nicht ändern. So. So wie ihr von früher kennt, aber die ist heiß gelaufen. Die hat er nicht anerkannt und die ist richtig heiß geworden. Wenn ihr das jetzt natürlich ändern wollt, weil wir haben ja hier das Navi. Wir bräuchten hier eigentlich keinen Navi-Knopf. Wir halten das hier drückt und dann können wir aus allen Apps, die wir haben, können wir auswählen, was wir da haben wollen. Ich will da jetzt noch nichts haben. Ich will mir das später erst anpassen. Ich habe mir jetzt hier meine Musikdienste hingepackt, also Bluetooth für Alexa, dann halt Amazon Music und Spotify. Die kann ich hier auch separat einzeln nutzen, wenn ich einfach hier ein Album laufen lassen will. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ich kann hier auch Hands-Free, könnte ich auch Alexa einfach laufen lassen. Dann muss ich mal testen, wie mit der da oben ist, ob die dann auch läuft. Oder ob die das dann genauso macht, weil ich habe sie ja auf dem Auto drauf. Das kann man ja mal testen. Ich muss mal dann Strom rausziehen, nicht dass sie hier anspringt. Und, nee, falsch. So, und dann öffnen wir einfach mal die Alexa-App, die wir haben. Die habe ich ziemlich weit vorne. Da ist sie. So. Und wenn wir jetzt hier sagen, die hier oben hat man gesehen, Alexa. Einverstanden. Also ich habe sie hier noch nicht aktiviert zulassen. So, in der App. Zack. Alexa? Einverstanden. So. Alexa, spiel Nemesis. Alexa, wie geht's dir? Wie geht es dir? Ach so, ja, ich hab ja. Wieso? Ach so, ich hab ja den Ton aus. Ach Gott. Wollte mich nicht wundern. So, machen wir mal auf Bluetooth und raus. So, und dann gehen wir einfach mal auf
Nochmal auf Alexa rauf. Die könnte ich mir jetzt auch nach vorne klatschen am besten. So. Alexa, wie geht es dir? Wie geht es dir? Danke. Okay. Ich könnte jetzt auch mal, können wir auch mal testen. Das habe ich noch nicht getestet. Alexa, navigiere mich nach Berlin. Die Wegbeschreibung zur Adresse Berlin wird abgebrochen. Wartet, jetzt muss ich euch erstmal nach unten richten. Nicht, dass hier Navi angeht. So, geht an. Es funktioniert wirklich. Richtung Südwest. So. Also es funktioniert wirklich. Auch mit der Alexa-App kann ich mich denn jetzt hier einfach... Habe jetzt praktisch zwei Sprachassistenten auf dem Radio und einen separaten. Funktioniert alle wunderbar. Navis funktionieren auch. Das eine Navi werde ich heute gleich noch testen. Jo, das war jetzt erstmal zu meinem Einbau, Fazit, keine Ahnung, was Video. Ich habe ja auch Fotos gemacht. Die werde ich wahrscheinlich davor die gemacht haben für euch und kommentiert haben, weil ich habe hier wirklich ein bisschen viel machen müssen. Das hat alles nicht so gleich hingehauen. So, ich bin jetzt erstmal weg. Ich werde das jetzt erstmal testen, das Radio. Ja, für euch wird keine Zeit vergehen. Ich mache dann halt das Fazitvideo, wenn ich das jetzt ein paar Tage getestet habe oder eine Woche. Und dann kommen die Videos halt hintereinander online. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ich bin dann jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.